Da möchte ich auch wieder aus der Dissertation von Felix Burda zitieren, wie er diese Grafik hier beschreibt. Felix Burda hat das Tor geöffnet zu einem neuen Forschungsfeld. Nämlich, er hat gezeigt, und das war damals eine kühne These, die sich bis heute immer mehr bewahrheitet, dass Medienkunst ist nicht ein künstlicher Ast am Baum der Kunst, sondern Medienkunst ist eine Weiterentwicklung der klassischen Bildkunst. Es ist ein Wagnis gewesen, damals in den 90er Jahren. Wäre es heute weniger ein Wagnis. Aber damals war es das und ich habe ihn versucht zu ermutigen dazu. Die Frage, die Sie zwar nicht gestellt haben, aber die im Raum ist, wieso kommt der Felix nach Karlsruhe? Da gab es nur einen Grund, das war Hans Belting. Belting war ein Idol und für jeden in der Kunstgeschichte. Belting war natürlich auch ein bisschen wilder als die anderen. Mhm. Das andere war traditionell, aber bei Belting hatte ein solches Thema Chancen und aus dem ist dann auch was geworden. Mhm.